Moin, moin, Tag, Servus und Grüezi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Imperium Galactic Survival. Wieder natürlich mit dabei. Dante zockt. Ei. Sagt auch sein Name über ihn hier gerade, ne? Und meine Wenigkeit. Nobody zockt. Kein Name. Ego-Perspektive. Naja, Drohnenperspektive. Warte, das kriegen wir anders hin. Ach nee, warte, da muss ich Shut anmachen. Ja. Nee, doch nicht. Hä, hey, habe ich meinen Namen ausgemacht? Nee, da ist er, gucke, da steht's. Ja, dein Name ja, meiner nicht. Jetzt müsst ihr bei Dante einschalten, um bei, meinen Namen zu sehen. Richtig. Ja, seht ihr. Seht ihr. Ja, Lieben, wir haben die Fat Lady, wie ich sie auch liebevoll nenne. Ja, wer Independence Day den ersten Teil kennt, weiß, was ich meine. Also unsere Zigarre hier geparkt. Na? Und ja, wir fangen an, hier eine ganz einfache Struktur zu bauen. Nichts Besonderes. Haus. Ja. Haus. Eine Holzhütte. So, wir wollen einfach nur die Sachen haben, um hier wegzukommen. Also, wenn man es jetzt genau nimmt, ist das eigentlich bloß ein Pappkarton. Mhm. Wenn man jetzt mal die Drohnen nimmt oder so. Ja, ich weiß. Ja, weil Holz ist hier, glaube ich, mit das Schwächste, was es gibt. Ja, ich weiß aber dann. Aber wir haben ja eh gesagt, wir machen hier bloß Starterbasis. Also wenn wir jetzt hier kein Beton oder irgendwas nehmen, sondern einfach nur das ganz Einfachste vom Einfachsten. Genau, dass wir hier fortkommen, dass wir so schnell. Deine Kopf muss in die Kamera, Sauerei! Ja, dass wir einfach so schnell wie möglich ein Small Vessel bauen können und dann. Also nicht jetzt kein Empfang mehr, aber hier weg. Ciao. So, genau, so. Aber die fliegt echt weit mittlerweile. Ja, also ich bin beeindruckt. Kannst du mal deine Stadt nicht sehen? Kann ich. Kann ich. Fangen wir extra von ganz unten an. Boah. Ohoho. Krass. Jetzt ist weg. Krass. Die geht echt richtig weit. Ich würde fast sagen, dreifache Entfernung von damals. Ja, mindestens, ja. Krass. Ja, Lieben, wie ihr seht, wir blödeln noch gerne rum. Wir sind fasziniert vom Spiel und ja. Hat sich auch echt viel getan, muss ich sagen. Und wir haben auch vorher philosophiert, falls nichts mehr zu essen da ist, wir werden nicht zum Kannibalismus übersteigen. Das ist das falsche Spiel, obwohl da auch ein Wald ist, aber wir sind nicht in the forest. Genau. Weil wir sind nicht vegan und nein. Das neigt aber nicht zu jeglicher Art von Fleisch. Genau. Gut. Obwohl, dann, bei manchen würde ich auch gerne mal einen Mittelfinger abbeißen. Na, würde ich nicht mal. Ey, wer weiß, wo der schon überall drin war. Was schon alles berührt hat. Ja? Falsches Thema, bloß gut, dass ich die Folgen nicht speziell für Kinder freigebe. So, sorry. Hey, guck auf den Timer, guck auf den Tacho, du weißt, wie spät es ist. Ja, alles gut. Ich feiere es nur gerade. Gut. Hast du jetzt hier eigentlich vor, komplette Fensterfront zu machen oder was wird das hier? Gucken wir mal. Wir wollen ja nicht so viele Ressourcen verschwenden, schauen wir es mal. Das hier wird nichts. Das ist genau eigentlich hier wie die Fat Lady, ist Mittel zum Zweck, ne? Naja, ja, deswegen, weil wir könnten ja theoretisch das Dach auch mit Solarpanelen zupflastern. Mhm. Dass wir das Problem schon mal ad acta gelegt haben. Ja. Zwecks Ruhm. Dann bauen wir einfach hier so eine ganz, ganz simple Decke. Ne? Ganz simpel, aber bitte viereckig. Jetzt hier nicht hier Sonderform. So. Aber kannst du das nicht gleich mit den Solarpanelen machen eigentlich? Das sind keine Blöcke, die Solarpanel. Achso, die sind wieder nicht dicht. Ja. Ja. Und das Problem, aber ich muss jetzt noch mal kurz dazwischen grätschen. Ich muss wirklich sagen, also wenn ich den Konstruktor von meinem letztmaligen Spiel in Erinnerung habe, muss ich sagen, das Teil sieht mega geil aus. Ja. Es wäre jetzt noch strukturelle Integrität. Ja, aber normalerweise sag bitte nicht, dass das gesamte Dach weg ist. Nee, das gesamte glaube ich nicht, aber der Teil, doch, ist doch alles weg. Normalerweise hätte die Ecke. Das hängt noch, guck mal. Das ist noch da. Hier hängt nichts bei mir. Hier ist alles weg. Bei mir ist alles weg. Warte mal, gut, dann.
schaltet jetzt Bedammte ein. Ja, ich kann das. Nee, nicht möglich, weil... Nicht mehr da. Irgendwas mit fremder Kern. Hä? Ach ja, hast du den Kern nicht fraktionsmäßig freigegeben? Ja, jetzt wo ich die Fat Lady hab und hier das Pappmaché-Haus, muss ich sagen, sorry Dante, ja, es passt nicht mehr, es passt nicht mehr. Okay. Ich bin versorgt, ich bin glücklich. Warte mal kurz. Wo haben wir das denn hier? Ach, für die Situation hätte ich mir einen Text einfallen lassen müssen, aber okay, das ist jetzt, da bin ich jetzt dran schuld. Alles gut, alles gut. Nee, das wäre jetzt aber geiler gekommen, wenn man das wirklich mal aufgezogen hätte. Wie baue ich das denn? Geht das hier? Wie kann er es wagen? Sauerei? Ja, ist halt so, ne? Alles gut. So, snap das hier drauf. Ja. 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 Gucken wir mal, ob wir das so lösen können. Leute, habt Nachsicht. Es ist lange her, dass ich hier... Bau das nicht so hoch, weil sonst kannst du da keinen kompletten Block mehr setzen. Ah, stimmt. Ich wollte ja in der Reihe bauen. Nicht, ja. Okay. Einfach wie gesagt, nur den oben wieder wegnehmen einfach. Und dann den normalen Block draufsetzen. Ist ja schon gut. Ich sag's doch nur. Ich will dir da unten noch helfen. Das sagen sie alle. Da wollen sie nur das eine von mir. Mist, der hat mich durchschaut. Dass ich baue. Bau, du Sau. bin ich jetzt hier deine Bauschlampe oder wie? Ja, hast du Hunger? Bald, ja. Ja, verbleibende Zeit null. Du musst mal irgendwas essen. Was? Sonst vergammelt's gerade. Wo? Hier in der Zigarre Fat Toaster Lady. Fat Toaster Lady, toll, jetzt habe ich Bock auf Toast. Mit Butter. Nicht schlimm. Soll ich hier die rohen Sachen essen oder wie? Nee, nicht die Steaks, die da noch drin sind, oder sind die schon nicht mehr drin? Muss mal gucken. Warte hier, Frachtbox 1, ich kann's dir auch rausholen. Hast du schon gegessen? Nein. Also ich hab's noch nicht gegessen. Ich wollte es für dich übrig lassen. Ich habe aber aktuell noch 377. Okay, dann esse ich doch noch eins. So. 288. Ess du. Bevor der Dude die Zeug verjammelt. Richtig. Weil Kühlschrank haben wir ja noch keinen. Und der stoppt übrigens auch nicht mehr. Der verlangsamt nur. Ach so. Ja. Ja, das ist ja schwierig. Sehr schwierig. Aber ist in der Realität aber auch so. Wir sind hier in der Sci-Fi. Es gibt Kryo-Kühlschränke. Es gibt aber auch keine Kryo-Kammer. Hier gibt es nur eine Klonkammer. Das siehst du. Ja. Wir werden so frisch gehalten. So viel zum Thema Sci-Fi. Hä, warum? Sag mir nicht, das gesamte Dach ist wieder weg. Nur wegen diesen zwei Blöckchen da. Dann heul ich. Ich habe zwei eingesammelt. Okay. Glaube ich. Ne, ich habe es doch nicht eingesammelt. Aus den Holzblöcken kriegt man nichts, wenn sie kaputt sind. C. Das ist sehr schlecht. In der Tat. Ich weiß jetzt aber auch gar nicht, ob das irgendwie beeinflusst, wenn du jetzt. Ach, warte mal. Es gibt doch die N-Taste. Stimmt. Besonders gut im Weltraum, wenn du hier hermetisch bauen möchtest. Nein. Was? Hermetisch? Ja, hermetisch abgeriegelt. Das ist kein Sauerstoff. Meinst du? Richtig. Ja, luftig. Sorry. Sag doch, was du meinst. Aber ja, hermetisch ist ja eigentlich richtig. Achso, ich habe mir das Bausystem. Warte mal, ich muss mir jetzt mal das. Du machst das ja gerade hier. Ich guck mir jetzt mal die Würfelform an, ja. Hab das ja schon ewig nicht mehr gesehen. Okay. Bei mir ist das Problem der Zeit. Ich spiele so viele Spiele und in jedem Spiel ist die strukturelle Integrität ein Ticken anders. Ja, ich finde jetzt mal. Ich versuche mal ein geeignetes Wort dafür zu finden. Etwas übertrieben.
Also hier jetzt. Mit der strukturellen Integrität. Ich finde es etwas übertrieben. Weil ich würde fast behaupten, dass wir hier auch noch mal mittig abstützen müssen. Ich hab ja schon mal mittig. Genauso. Ja, in der Mitte, aber ich rede jetzt auch von den Außenwänden. Also von den Außenseiten. Kleine damit ich noch mal was hochziehen müssen. Oh, ich mache das wieder aus, das blendet ja in den Ohren, das ist ja übel. Habe ich das hingetan? Was suchst du denn? Sag mir bitte nicht, dass ich das in... Doch, ich habe es jetzt... Ich habe es mir in die Quickleiste runtergezogen. Ich wollte ja Energiezellen reintun, weil es tut sich nichts mehr. So. Und wie viel Prozent? Das kann durchaus mal passieren. 30%. So, arbeite. Du bist meine Bauschlampe, Constructor. Oh, hast du ja auch recht. Ist ja nicht mal genug. Grüße unbekannterweise gehen raus an Debitor LP. In dem habe ich den Ausdruck. Bauschlampe? Ja, ist gut und gerne. Lass mich nicht lügen. 14 Jahre her. Da hat er ein Let's Play Together gemacht mit The Dead Sheep in Minecraft. Und so kamen sie an Castcrafter, wenn ich mich recht entsinne. Okay. Weil scheinbar war Castcrafter der Einzige, der auch mit seinem Tempo mithalten konnte und auch gut einsortiert hat, etc. pp. So habe ich zumindest eine Erinnerung. Ich kann mich täuschen. Es ist sehr, sehr lange her. Ja, ist ja nur okay, Pappenstiel, ne? Vorhin hat man gerade die Rede über Level. Ja. Ah, ich bin noch in der Box. Why? MCA. Okay, mega geiles Wortspiel. Beziehungsweise Textbeendung. Es ist spät. Es ist spät. Aber nicht. Nee, gut, dann müsste ich mich jetzt selber rausreden. Ja, es ist spät. Wir bleiben jetzt einfach bei mir. Es ist spät. Außerdem ist heute Freitag. Da ist noch aus Versehen ein Block gelandet, wo ich nicht sollte. Weg mit dir. Wo denn? Nirgendwo. Achso, du bist ja wieder mit. Du bist ja wieder mit den Trönchen unterwegs. Richtig. So, hallo? Ich fände das natürlich noch mega geil, also ja, wenn sich das hier noch bewegen würde, wenn der arbeitet. Beweg dich! Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Das sieht alles so steif aus. Der wird auf gar nicht so wie immer nur leuchten. Er hat steif gesagt. Das ist genau wie früher, wie war das? Im Fernsehen, wo sie nicht geil sagen durften. Mhm. Weil man das gleich mit was anderem assoziiert hat. Mhm. Kann man sich heute gar nicht mehr wegdenken. Yep. Heute ist doch geil, ist ganz normalste. Okay, da bin ich echt auf den verbesserten Konstruktor gespannt. So. Ach, habe ich doch gesetzt. Ja. Du hast nichts gesehen. Das ist niemals passiert. Nein, ist nicht passiert. Ist nicht passiert. Deine Drohne hängt vor mir, guckt mich an und sagt, du hast nichts gesehen. Plopp, der Drohne weg. Das war gut. Bisschen cringe, aber gut. Ein bisschen? Ja, da hätte ich ja auch sagen können, strange. Aber ich glaube, cringe ist heutzutage das neue strange. Ja. Aber ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, warum man den cringe nicht mögen kann. Tja. In manchen Sachen hat er nun mal recht. Nicht nur in manchen. Der alte Gringer. Der Gringer. Der Gringer. Ich habe immer, mein Neffe hat Winnie the Pooh gemocht. Und da gab es ja den Digger. Den habe ich erst den Teaser genannt und dann habe ich ihn umgetauft in den Gringer. Gringer. Das fies mir so auf den Sack gegangen. Oh. Ich habe immer Teaser gesagt. Der Teaser. Und jedes Mal, wenn ich den Teaser so höre, dann muss ich an Käfig voller Helden denken. Alter, das ist geil. Komm mal, dann klingt.
Das ist mega geil. Ja, nur an die Kalinke. Mein kleiner Stubentischer. Da kommt alles hoch. Das hab ich gesuchtet, Alter. Mega geil. Mir erst vergangenes Jahr als Collection geholt. Ach nee, schön. Man muss nur sagen, im Deutschen ist es was ganz anderes als wie im Englischen, weil im Englischen ist es nicht so lustig. Ja, das stimmt, auf jeden Fall. Da gebe ich dir absolut recht. Aber das ist mega krass. Ja. Und? Ja. Ah, herrlich. Schulzi, willst du einen Apfelstrudel, hä, von Le Beau? Das war echt richtig gut. Ich weiß noch, als ich in Frankreich lebte und das geguckt hatte, wir hatten einen Satellitenfernsehen, haben das auf Deutsch geguckt. Und ab und zu waren dann auch Kumpels von mir da, haben das dann auch gesehen und haben gesagt, die Stimme von Le Beau ist geil auf Deutsch. So. Ja, vor allen Dingen mit diesem Akzent, ja. So, wir haben jetzt Sichtluken, dass es nicht ganz so dunkel ist. Ich bin so ein Fan von struktureller Integrität. Je weniger Fenster, desto stabiler. Was? So, ja, ich weiß, das Dach fiel uns auf den Kopf. Es ist niemals passiert. Das ist... So, von wo baue ich das? Videobeweis. Weißt du noch, die eine Datei? Execute löschen. Ja, das war der Kanal von Dante Zockt. Ups, ich habe das Internet gelöscht. Achso, warte mal, ich muss ja die Drohne aktivieren. Ja, du kannst. Du musst nicht, aber du kannst. Und es geht, glaube ich, einfacher. Komm mir gerade so überflüssig vor, ja. Alles gut, alles gut. Wir sind hier schön am Plaudern. War die Ausrichtung nochmal relevant für die Dinger? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube so richtig nicht. Komm, machen wir es mal hier lang. Ansonsten, du hast, glaube ich, auch die Möglichkeit, mit Rechtsklick andere Varianten zu wählen. Jetzt nicht mehr. Toll. Gibt man dir eh mal was in die Hand. Du hattest einen Job. Einen Job hattest du. Und ich habe ihn gut gemacht. So, was haben wir hier noch Schönes? Ach ja, das Ding. Wenn man mal besser rein. Den Ständer hast du noch. Toll, erst Job sagen und dann vom Ständer reden. Ja, den muss ich hier hinstellen, leider. Aber dann willst du noch hinstellen, ja? Ja. Ich habe nicht von runterholen gesprochen. Geht der überhaupt richtig rum? Naja, doch, lass stehen. Das sieht gut aus. Auf den kann man eh nicht zugreifen. Das ist eh ein bisschen komisch. So, komm, ich baue mal dahin. Und jetzt brauchen wir nur noch Geduld und keine Ahnung. Hat er nicht eigentlich auch radioaktive Strahlung? Ja, deswegen habe ich ihn da in die Ecke gemacht. Ich glaube, der kleinste, war das nicht so damals? Er fängt an. Der ratet aber jetzt schon. Ich dachte, das wäre wirklich nur, wenn man dran steht. Ja, das ist eine gewisse Reichweite. Doch, ich glaube, beim Kleinen, wenn man dran steht, oh, das ist immer noch dran. Oder zwei Blöcke Abstand, ich weiß es nicht. Ja, irgendwie zwei. Wir könnten das aber dann auch irgendwie einpacken, dann ist das auch weg. Aber guck mal, so oder so, wir haben eine strahlende Zukunft für uns. Na, mega. So. Ist ja alles verstrahlt, ja. So, was kann ich hier noch bauen? Aber es ist doch wenigstens schon mal ein ordentliches Hütchen geworden. Ja. Aber wo knurrt denn das hier die ganze Zeit? Das ist fast in Minecraft-Optik, so. Fast Creeper-Gesicht. Vorne, ja. Nicht schlimm. Ich mochte sie auch nie. So, ja, jetzt fehlen nur noch Energiezellen. Und dann müssen wir gucken, was wir hier mit diesem schönen Teil alles machen können. Ach, Lagerboxen. Stimmt, da war ja noch eine Kleinigkeit. Ein bisschen was, ja. Müssen wir dann mal gucken, was wir da bauen können. Datier, nicht das, richtig. Was haben wir denn hier? Anzugstation brauchen wir nicht. Die Tür, die könnten wir mal bauen. Den können wir einmal bauen. Ich dachte, wir sind offen für alles.
Okay, die Enterprise wird gerade im richtigen Zeitpunkt angegriffen. Ach, können wir das jetzt so im Raum stehen lassen, ja? Okay, meine Lieben. Endlich ist es rum. Gut, Daumen nach oben. Ich sagte Daumen nach oben, bitte. Das wird uns beide freuen. Eben so ein Abo. Ja, ne? Genau so. Hi, 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 Detail. Space Taxi to the Sky. Feier Salamander. wenn ihr auf die Glocke haut, verpasst ihr nichts mehr. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei Dante Zockt. Macht immer wieder richtig mega Spaß mit dir. Ach, Dito, kann ich nur zurückgeben. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ne? Ich hole mir für die nächste Folge Taschentücher. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Sonst sehe ich nichts mehr. Ja. Gut, ihr Lieben, auch ein großes Danke an euch und bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss. Tschüss.